Hallo und herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst der Kreativen Kirche. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ene mene mu und weg bist du. So sind wir auf dem Bolzplatz zu super Ergebnissen gekommen, um eine Mannschaft zusammenzustellen. Wenn man Entscheidungen treffen muss fürs ganze Leben, ich weiß nicht, ob das so wirklich weiterhilft. Wie man zu guten Entscheidungen kommt, dabei hilft uns eine relativ absurde Geschichte aus dem Alten Testament, die Daniel für uns entdeckt hat. Die Musik kommt heute von Katja Zimmermann und Daniel Harter. Sie laden uns ein, gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu treten. Wir sind vielleicht in Raum und Zeit getrennt, aber doch verbunden, denn wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Du machst mich unfassbar reich, nichts, was dir im Ansatz gleicht, nichts hat mich so tief erreicht wie deine Liebe. Wenn ich an das Gute denk, das du jeden Tag neu schenkst, weil du meine Grenzen sprengst, kann ich nicht schweigen, kann ich nicht schweigen, kann ich nicht schweigen. Du bist einfach gut, wer ist so wie du, du bist mehr als nur genug. Hält mich fest, lässt mich nicht los, weil dich selbst die Schöpfung lobt. Kann ich nicht schweigen, kann ich nicht schweigen, kann ich nicht schweigen. Du bist einfach gut. Wer ist so wie du? Du bist mehr als nur genug. Keiner ist so wie du. Als ich 14 Jahre alt war, das ist schon über 20 Jahre her, das ist genau 20 Jahre her, da war ich in so einer bedeutungsschwangeren Runde. Wir saßen zusammen, also eine ganze Reihe Freunde von mir und ich, und wir haben uns ausgetauscht über die Frage, wenn wir einen Wunsch frei hätten, also der Engel Gabriel kommt und sagt, du hast einen Wunsch frei, Daniel, was wünschst du dir? Und jeder hat eine Antwort gegeben. Und einer sagte, ja, ich würde ihm sagen, ich will im Lotto gewinnen. Und ein anderer sagte, ja, ich würde mir wünschen, dass ich das perfekte Mädchen kennenlerne. Ein dritter sagte, ich möchte Profifußballer werden. Und dann kam mein Kumpel Jakob an die Reihe. Und Jakob sagte, ich würde mir wünschen, dass ich immer die richtige Entscheidung treffe. Immer. Ja, das heißt, ich kriege eure Wünsche und das hier auch. Ja, ich werde dann beim Lotto spielen die richtigen Zahlen anklicken. Ich werde natürlich das Mädchen ansprechen, das zu mir passt und genau das Richtige sagen. Ich werde mich auch beruflich entwickeln und so. Und es war, der brauchte das gar nicht zu erklären. Ja, das war das, was in unseren Köpfen passierte. Es war hinterher mucksmäuschenstill und alle hatten tiefen Respekt. Allen war klar, Jakob hat recht. Jakob weiß, wie es geht. Sogar sein großer Bruder war dabei und musste es zugeben. Das ist es. Denn richtig zu entscheiden oder einfach nur richtig gut zu entscheiden, das beeinflusst unser Leben auf eine sehr positive Art.
Ja, wir haben nicht alles in der Hand. Es ist nicht so, dass das ganze Leben Produkt unserer Entscheidung ist. Das ist ja Quatsch. Aber es ist vieles. Sehr, sehr vieles ist in unserer Hand. Und wenn wir richtig entscheiden, dann beeinflusst es unser Leben sehr, sehr positiv. Und ich möchte, dass wir heute auf diesem Weg zu guten Entscheidungen einen Schritt weiterkommen. Es gibt eine Bibelgeschichte, die ich für heute rausgesucht habe. Ich nenne sie mal die Causa-Linsengericht, die uns da hilft. Das ist total absurd. Ich lese das gleich vor. Aber wenn man genau hinschaut, werden wir zwei Dinge entdecken, von denen ich glaube, dass sie uns helfen. Dass die uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Also lasst uns lesen. Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 25. Es geht hier um zwei Brüder und um ein Linsengericht. Und um gute Entscheidungen. Also die Jungen wurden erwachsen. Esau kannte sich mit der Jagd aus und war ein Mann des freien Feldes. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der bei den Zelten blieb, weil Isaak gerne wild aß, liebte er Esau. Rebekka aber liebte Jakob. Also Isaak und Rebekka, das sind die Eltern von den beiden Brüdern. Eines Tages kochte Jakob ein Linsengericht. Da kam Esau müde vom Feld und sagte zu seinem Bruder Jakob: "Ich bin so, so müde. Lass mich doch von deinem roten Zeug essen." Darum trägt er den Beinamen Edom, das heißt der Rote. Da sagte Jakob: "Du musst mir dein Vorrecht überlassen, das du als Erstgeborener besitzt." Esau erwiderte: "Ich sterbe fast vor Hunger. Wozu brauche ich dann mein Erstgeburtsrecht?" Und Jakob sagte: "Dann schwöre es jetzt sofort." Und Esau schwor es, und so verkaufte er Jakob sein Erstgeburtsrecht. Jakob gab Esau Brot und gekochte Linsen, Esau aß und trank, dann stand er auf und ging weg, und so wenig war ihm seine Erstgeburt wert. Es ist eine absurde Geschichte, die Causa-Linsengericht. Ja, was passiert? Wir haben hier zwei Brüder, Jakob und Esau. Das sind die Söhne von Rebekka und Isaak, und das sind die Nachfolger von Abraham und Sarah. Es ist wirklich die allererste Linie hier noch. So, und Esau ist der Älteste und er hat ein Erstgeburtsrecht. Das ist damals so, dass der älteste Sohn den Vater beerbt und damit der Patriarch wird, der Neue. Also die Linie ist eigentlich Abraham, Isaak und Esau. Das ist Esau. So, Jakob, der Jüngere, der hätte das auch gern. Der will mit seinem Bruder tauschen und es gelingt ihm. Der Esau weiß gar nicht, was er da hat. Und der Esau verkauft seinem kleinen Bruder für ein Linsengericht diesen Status, dieses Erstgeburtsrecht. Und deswegen heißt es heute in der Bibel ja nicht Abraham, Isaak und Esau, sondern Abraham, Isaak und Jakob. Wegen eines Linsengerichts. So, und die Frage ist ja, warum tut er das? Warum geht Esau den schlechtesten Deal aller Zeiten ein? Das ist nicht, ja, den schlechtesten Deal der Urgeschichte ein. Warum macht er das? Ich glaube, es gibt da zwei Gründe. Und wenn wir denen auf die Spur kommen, dann hilft uns das, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Was Esau hier hat, ist, dass er sich selber, glaube ich, nicht gut genug kennt. Also Esau hat Hunger und Esau ist müde und jetzt kann er keine richtigen Entscheidungen mehr treffen. Und das ist ja fast dramatisch. Also er denkt jetzt mit dem Bauch und trifft da eben eine schlechte Entscheidung. Ja, nicht immer ist es gut, auf den Bauch zu hören, werden wir hier. Er ist unfähig, im Grunde das Wichtige zu sehen, weil er solchen Hunger hat. Ich weiß nicht, ich kann das ein ganz bisschen nachvollziehen. Also wenn ich Hunger habe, kriege ich schlechte Laune. Das heißt, ich führe heute kein wichtiges Gespräch mehr, bevor ich gegessen habe. So. Oder ich esse auch immer was vor dem Gottesdienst. Früher, als ich zur Schule gegangen bin, also auch als ich ungefähr 14 war, da hat meine Mutter mir immer Traubenzucker eingepackt. Er hat gesagt, den musst du essen, bevor du nach Hause kommst, denn sonst hast du hier so schlechte Laune. Habe ich dann gemacht, war dann auch gut. Hunger ist aber nicht wirklich das Problem. Für mich ist es eher, sowas wie: Ich mag keine Konflikte eingehen. Also beruflich geht das noch halbwegs, aber privat überhaupt nicht. Ich mag das einfach gar nicht. Ich mag diese Schwelle zu, ich spreche jetzt was Blödes an. Ich mag das nicht. Dieses Unwohlsein. Das ist sozusagen eine Verführung. Das ist das, was ich vermeiden möchte. Und dann ist die Verführung natürlich, dass man etwas sehr Wertvolles, eine Beziehung, die einem sehr, sehr wichtig ist, eintauscht gegen ein bisschen Frieden für den Moment. Ja, das ist jetzt bei Esau das Linsengericht. Ja, Esau tauscht sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht. Wenn man so gestrickt ist wie ich, dann tauscht man vielleicht eine sehr wichtige Beziehung dagegen, dass man für den Moment jetzt keinen Stress hat. Und wie es bei dir ist, weiß ich natürlich nicht. Die Frage ist aber, die uns weiterbringt: Wo sind wir verführbar? Oder ein bisschen dramatisch gefragt: Wo ist der Esau in dir?
Also, was gibt es in dir? Welche Bedürfnisse, welche Leidenschaften vielleicht auch, welcher Schmerz, welche Verletzung, was auch immer. Ja, was gibt es in dir, was dich verführt, richtig blöde Entscheidungen zu treffen? Ja, was macht dich sozusagen anfällig fürs Linsengericht? Dass du das Linsengericht wählst, anstatt das Gute, das Wertvolle. Ich glaube, der einfachste Weg, ist auch ein bisschen schmerzhaft, aber der einfachste Weg, sozusagen den Esau in sich selber zu finden, ist der Weg natürlich über die letzte richtig schlechte Entscheidung. Also versetz dich doch mal zurück, das letzte Mal, wo du hinterher dachtest, ich Esel, ja? Und dann sagst du nicht, ich Esel, sondern ich Esau. Also, und fragst dich, was war vor der schlechten Entscheidung? Welches Gefühl war in mir drin? Oder in welcher Situation steckte ich? Wo bin ich verführbar? Ich glaube, wenn wir das wissen, unsere Schwächen kennen, dann können wir da was drum rumbauen, dann können wir das kompensieren. Dann können wir uns selber Regeln geben, die dazu führen, dass diese Schwächen eben nicht mehr dazu führen, dass sie wichtige Entscheidungen beeinflussen. Ja, dass wir nicht das Linsengericht eintauschen gegen irgendwas Wertvolles. Bei Esau wäre das ganz einfach, ne? Also Gegenmaßnahme für Esau. Nimm Traubenzucker, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst. Das wird schon reichen. Das ist einfach so. Bei mir ist es schon ein bisschen komplizierter. Wenn wir sagen, meine Verführbarkeit ist dieses, ich mag gerade im privaten Bereich eben keine Konflikte. Dann ist es aber zum Beispiel, also jetzt ist es also sozusagen Hilfe für mich, wenn ich mir überlege, okay, wie geht's mir damit, wenn ich in den Konflikt jetzt nicht reingehe? Wie geht's mir damit in 10 Minuten? Ja, ist gut. Wie geht's mir damit in 10 Wochen oder vielleicht sogar in 10 Monaten oder 10 Jahren? Und dann merkt man schon, boah, diesen Konflikt, der ist wirklich nicht wichtig. Oder eben, diesen Konflikt musst du führen. Denn sonst ist die Beziehung, die richtig wichtig ist für dich, in Gefahr. Und das willst du nicht, ja? Du willst nicht ein bisschen Frieden für den Moment eintauschen gegen die Beziehung zu einem Menschen, den du liebst. Also so ein Gedankenspiel kann helfen, so ein Blick in die Zukunft, was passiert denn, wenn ich diesen Weg jetzt weitergehe? Das kann helfen, wenn man tendenziell eher defensiv ist, ja, und das ein Problem ist in Entscheidungssituationen. Was es bei dir ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn ich die Frage für mich beantworten kann, wo ist der Esau in mir? Wo bin ich verführbar? Dann kann ich Gegenmaßnahmen ergreifen und dann werden meine Entscheidungen besser. Das ist die erste Ebene in dieser Geschichte. Ne? Warum macht Esau das? Ja, er macht das wegen seines Hungers und es ist gut für uns, wenn wir den Esau in uns kennen. Es gibt noch eine Ebene darunter, die gehört untrennbar dazu. Man könnte die Frage, warum tut Esau das? Warum geht Esau auf diesen schlechten Deal ein? Auch anders begründen als mit er hat Hunger. Esau sagt ja hier zu seinem Bruder, ich sterbe fast vor Hunger, wozu brauche ich da mein Erstgeburtsrecht? Wozu brauche ich mein Erstgeburtsrecht? Also der Esau weiß nicht, wer er ist. Der Esau weiß gar nicht, was das bedeutet. Abraham, Isaak, Esau. Das hat er nicht verstanden. Er weiß nicht, wer er ist. Und wenn man nicht weiß, wer man ist, wenn man sich der eigenen Identität nicht klar ist, dann trifft man natürlich schlechte Entscheidungen, weil einem Orientierung fehlt. Oder positiver gesprochen, wenn ich mir sicher bin, wer ich bin, wenn ich das klar benennen kann, am besten in einer Minute, ich bin, zack, dann hilft mir das bei Entscheidungen. Dann wird mir das eine Orientierung geben und ich werde diese Orientierung wird mir helfen bei kurzfristigen Dingen, wo ich spontan sein muss. Diese Orientierung hilft mir auch bei langfristigen Dingen. Ich glaube, wer weiß, wer er ist, der trifft bessere Entscheidungen für sein Leben. Das darf man, glaube ich, genauso sagen. Wer weiß, wer er ist, trifft bessere Entscheidungen für sein Leben. Und Esau wusste das nicht und deswegen hat sein Bruder ihn so leicht übers Ohr hauen können. Das heißt, die Frage ist, wer bist du? Wer bist du? Ich glaube, es ist stark, wenn man das in ganz wenigen Sätzen beantworten kann. Maximal eine Minute. Wer bist du? Antwort maximal eine Minute. Das bringt uns weiter. Ich möchte dir einen Vorschlag machen, was du einbauen könntest in deine Antwort. Wer bist du? Das ist nicht von mir, sondern von Paulus. Paulus hat an die Epheser geschrieben, ganz zu Anfang des Briefes, Kapitel 1. Da sagt er, weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt. So wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. Nochmal, weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt. So wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. Esau war eigentlich ein Erbe Isaaks und damit ein Erbe Abrahams. Wir sind über Jesus Erben Gottes.
Der Sohn, ja, der Sohn Gottes teilt mit uns sein Erbe. Er teilt mit uns Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Ewigkeit. Wir sind Erben durch ihn. So. Und ich finde, es ist mega groß und mega schön. Und ich glaube, dass es uns ein tolles, wenn du diese Frage dir stellst oder gestellt bekommst, wer bist du? Ich glaube, es ist toll, damit anzufangen. Ich bin eine Erbin Gottes. Ich bin ein Erbe Gottes. Weil ich finde, dass das so eine Größe hat, so eine Schönheit hat, dass es eine Orientierung gibt. Und es gibt eine Orientierung im Sinne von, ich habe so einen Wert. Ich bin jemand. Also, das ist was total Wertvolles. Es gibt mir eine Würde. So, und es gibt mir natürlich auch eine ethische Orientierung. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, das ist unwürdig für einen Erben Gottes. Und man kann, wenn man jetzt eine Frage, ich sag mal, eine Entscheidungssituation hat, dann finde ich es gut, über die eigene Identität sozusagen auch von außen zu fragen. Ja, also ich stelle mir jetzt mal vor, du sagst, okay, Erbin Gottes, ja, das ist cool, das bin ich. Natürlich. Wenn du in einer Entscheidungssituation bist, dann könnte es gut sein, von außen zu fragen, tut eine Erbin Gottes sowas oder nicht? Also, was tut eine Erbin Gottes, was tut sie eher nicht? Was strebt eine Erbin Gottes an, was vermeidet sie eher? Was erträgt eine Erbin Gottes in Demut? Und wo ist der Punkt gekommen, wo eine Erbin Gottes sich selber schützt, weil sie sich ihres Wertes bewusst ist? Weil sie weiß, dass sie geliebt wird und weil sie sich natürlich nicht alles bieten lassen muss. Ich glaube, dass es oft gut ist, du merkst, ich habe jetzt sozusagen von außen gefragt, in der dritten Person. Das gibt uns oft einen anderen Blick. Wenn ich mich nur frage, okay, was bin ich für ein Mensch, was tue ich nicht, was strebe ich an, was vermeide ich, dann bin ich sehr schon bei mir selber und in den Faden, die ich eh gehe. Wenn ich von außen frage, wenn ich mir sicher bin, wer ich bin, und dann von außen frage, ich bin ein Erbe Gottes, was strebt ein Erbe Gottes an und was vermeidet er? Das ist stärker. Das kann einem helfen, den eigenen Kurs zu korrigieren. Also, was nehmen wir mit? Wir nehmen eigentlich zwei Dinge mit. Oder ich schlage dir das vor, mitzunehmen. Ich glaube, jeder Mensch hat ein System, wie er Entscheidungen trifft. Meistens kann man das nicht so genau benennen, aber jeder hat ein System. Und ich glaube, dass uns heute diese Geschichte, dieses Kausalinsengericht einlädt, zwei Dinge mitzunehmen. Und dass die uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das erste ist die Frage, wo ist der Esau in mir? Wo ist der Esau in mir? Wenn ich weiß, wo ich verführbar bin, dann bin ich schon einen großen Schritt weiter. Und wenn ich dann auch noch da, ich sag mal, einen Zaun drumherum baue, ja, mir selber helfe, dass diese Verführung, diese Verführbarkeit nicht dazu führt, dass ich das Linsengericht eintausche, nehme für was ganz Wertvolles. Das ist wertvoll. Wo ist der Esau in mir? Und das Zweite, wer bin ich? Wer bin ich? Wenn ich diese Frage beantworten kann, kurz und bündig, dann gibt mir das Orientierung. Es gibt mir Orientierung in dem Moment und es gibt mir Orientierung natürlich auch für langfristige Entscheidungen. Ich finde, Paulus Vorschlag, versteht euch doch als Erben Gottes. Ich finde es maximal groß, ich finde es auch maximal schön. Amen. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mein Stecken und mein Stab. Und wandre ich im finsteren Tal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir. Mein Wunder.
Welt in Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Wir müssen uns jeden Tag immer wieder aufs Neue entscheiden. Und unsere Entscheidungen, die haben ja auch unterschiedliche Tragweiten so für unser Leben. Deswegen ist es so wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich bin Daniel echt dankbar dafür, dass er uns nicht so eine Anleitung geben wollte, so das und das, so kommst du zu einer guten Entscheidung. Mhm. Sondern, dass diese zwei Punkte oder diese zwei Fragen, wo bin ich eigentlich verführbar mhm. Und wer bin ich? Dass die einen Raum aufmachen, in dem ich mich bewegen kann, ja. der mir aber Sicherheit und Orientierung gibt ja. und einen Weg aufmacht, auf dem ich zu guten Entscheidungen komme. Ja. Ja, gerade weil ja so Checklisten auch total populär sind, ne? Und ja. so einfach ist das Leben nicht. Ja. Also das mit dem Raum ist ein gutes Bild. Aber ein Raum hat auch Grenzen, Johannes. Und die Frage ist, wo ist deine Grenze? Ja, darüber werden wir uns ja dann später bei Auf den Kaffee unterhalten. Vielleicht fällt es uns leichter, Entscheidungen zu treffen, weil wir wissen, Gott hat sich längst für uns entschieden. Und als seine Kinder können wir vor ihn treten, ohne dass es irgendwelche Grenzen gibt oder uns irgendetwas zurückhält. Und das lass uns tun und gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wer bin ich? Wer soll ich deiner Meinung nach sein? Wer soll ich für mich selbst und für andere sein? Zeig uns das, wenn wir es brauchen, wenn wir uns verloren fühlen. Und eröffne uns und vor allen Dingen zeige uns den Raum, in dem wir das Leben leben können, das du für uns vorgesehen hast. Was uns auf dem Herzen liegt, das bringen wir vor dich in der Stille. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich,
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es tut so gut zu wissen, dass mein Anliegen von anderen im Gebet vor Gott gebracht wird. Ich kenne das selber, ich brauche das immer wieder. Und vielleicht geht es dir genauso. Wenn dem so ist, dann bist du herzlich eingeladen, dein Anliegen mit uns zu teilen unter gebet@kreative-kirche.de. Dort triffst du auf ein ganz liebes Gebetsteam, die dein Anliegen im Gebet vor Gott bringen. Wir machen eine Sommerpause, damit wir wiederkommen können mit neuen, frischen Ideen, und unsere Familien wollen uns auch mal wiedersehen. Ist ja auch ganz schön. Wir machen eine Sommerpause, und damit es nicht zu langweilig wird für dich in der Zwischenzeit, haben wir den YouTube-Kanal umgebaut, haben Playlisten angelegt, sodass du dich leichter zurechtfindest in dem großen Regal, in dem großen Lager von 59 Wohnzimmergottesdiensten und Glaube am Morgen und was wir nicht alles gemacht haben. Da findet man vieles, an das wir uns gerne erinnern, zum Beispiel das Gerippe hier, das Leben in der fünften Dimension oder die blaue Box. Ja, das weißt du doch gut. Die berühmte blaue Box, in die Gott einfach nicht reinpasst. Ja, das Ding mit den Wundern, die tolle Predigt von Daniel. Also da gibt es viel zu entdecken, wenn du magst, und noch viel mehr auf Lager im neu umgebauten YouTube-Kanal. Umbauen wollen wir auch unser Wohnzimmer. Wir versprechen uns davon neue Möglichkeiten, was die Musik angeht, dass wir einfach ein noch besseres gemeinsames Erleben von unseren Gottesdiensten und von unseren Videos für dich haben. Denn wir bleiben weiter auf Sendung, auch über die Pandemie hinaus. Wir wollen weiter mit dir in Verbindung bleiben und weiter gemeinsam Gottesdienste feiern und vieles, vieles mehr. Dafür braucht es natürlich ein paar neue Sachen. Der Rubin hat uns eine lange Einkaufsliste geschrieben. Ja. Kabel für 20 Euro, Hocker für 80 Euro und Mikrofone für 300 Euro. Die Liste ist lang. Ja. Dieser Gottesdienst, dieses Wohnzimmer, das lebt von Spenden. Das alles ist nur möglich, weil es da draußen eine Menge vieler cooler Leute gibt, die uns mit ihren Spenden unterstützen. Wenn du die Lust hast, die Freiheit und die Möglichkeit, mit dabei zu sein, uns, den Wohnzimmergottesdienst in der kreativen Kirche, mit einer Spende zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber und sind dir sehr, sehr dankbar. Es gibt wieder Veranstaltungen, auch bei der kreativen Kirche und mit der kreativen Kirche. Als nächstes ist geplant der Festivalkongress Spirit vom 1. bis 3. Oktober in Bochum. Es geht um Lobpreismusik, um Worshipmusik und was sie mit uns macht. Und es sind die Großen der Szene da, Könige und Priester, Veronika Lohme, Albert Frei, Lothar Kosse, viele, viele mehr. Ein ganzes Wochenende, tolle Impulse für dein Leben und Musik, die dich wirklich weiterbringt. Und ja, wir sind wirklich der Meinung, dass das stattfinden kann, und wir können uns wirklich darauf freuen. Jetzt darauf freuen wir uns und natürlich auf das Ende der Sommerpause. 29.08. Ja. Geht's hier wieder weiter. Wohnzimmergottesdienst geht wieder an den Start, und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Oder bei Auf den Kaffee, wo wir uns ganz gleich genau sehen. Und ja, bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und es segne und behüte dich Gott, der Herr, der allmächtig und barmherzig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ein neuer Tag bricht an, doch noch sehe ich nicht klar. Ein Schleier aus Nebel, wo schon viele Pläne waren. Ich schließe die Augen, greife nach dir. Ich wünsch mir deine Stimme dicht hinter mir. Du führst mich im Dunkeln, ich muss nicht alles sehen. Ich kann dir vertrauen, einfach mal weitergehen. Ich weiß, du hast Frieden für mich im Sinn. Du, meine Hoffnung, vertraue dir blind. Gott, du schreibst die besten Geschichten mit liebevoller Hand. Fühlst du mich so unverhofft anders als jede Karte, die ich fand?
bist wundervoll in meinem Leben. Deine Segen spuren ein. Zeig das wundervoll in meinem Leben. Ich hab mal gehört, im Rückblick, da sieht man klar. Und schau ich zurück, hab ich wieder neu erfahren. Denn Wort ist beständig, ewig und wahr. Denn trotz mancher Zweifel warst du immer da. Gott, du schreibst die besten Geschichten mit liebevoller Hand. Fühlst du mich so unverhofft anders als jede Karte, die ich fand. Zeichnest wundervoll in meinem Leben deine Segensspuren ein. Zeichnest wundervoll in meinem Leben. Gott, du schreibst die besten Geschichten liebevoller Hand. Fühlst du mich so unverhofft anders als jede Karte, die ich fand. Zeig es wundervoll in meinem Leben deine Segensspuren ein. Zeig es wundervoll in meinem Leben.